Bauma, meine Damen und Herren, diese Marke steht für Innovation. Und Innovation hat auch in der Krise einen hohen Stellenwert und Bestand. Auch im Jahr 2010 wird im Rahmen der Bauma wieder der Innovationspreis verliehen. Am 18. April, einen Tag vor der offiziellen Eröffnung der Messe, werden herausragende Innovationen mit dem Award ausgezeichnet. Joachim Schmid vom VDMA über die Auszeichnung. Die Bauma ist die Messe der Innovationen, schon immer gewesen. Viele Firmen richten ihren Innovationszyklus auf die Bauma aus und versuchen dann auch pünktlich zur Bauma die Neuigkeiten zu präsentieren und die Kunden zu erreichen. Und die Idee des Innovationspreises, der ja jetzt auch erstmals Bauma-Innovationspreis heißt, ist ganz klar, die Unternehmen in ihren Bemühungen dahingehend zu unterstützen, für Publicity zu sorgen und die Innovationen, die präsentiert werden, dann auch ins rechte öffentliche Licht zu rücken. Und so sind wir immerhin von 40 Anmeldungen, die wir beim letzten Mal hatten, in 2007, sind wir jetzt bei über 200 Anmeldungen gelandet, die wir hatten. Leider hätten wir uns noch ein bisschen mehr Internationalität gewünscht. Also hier auch ganz klare Aufforderung an die internationalen Bauma-Aussteller: mutig sein, Innovationen einreichen. Wir möchten, es muss sein, ein Bauma-Innovationspreis muss internationalen Querschnitt auch widerspiegeln. Das haben wir noch nicht ganz erreicht, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Die Preise werden in 5 Kategorien vergeben: Maschine, Komponente, Bauverfahren und Bauwerk sowie Forschung und Design. Also wir haben das Ganze in 5 Kategorien unterteilt. Einfach, es kommen viele Anmeldungen und da wollen wir gucken, dass nicht nur eine Innovation ausgezeichnet wird. Und deshalb haben wir 3 Nominierungen pro Kategorie. Und die erste ist die Kategorie Maschinen. Dann haben wir die Kategorie Komponenten, die Kategorie Design. Dann noch für unsere Partnerverbände aus der Bauwirtschaft die Kategorie Bauverfahren und Bauwerk. Und last but not least, wichtige Partner im Innovationsspiel sind natürlich die Hochschulen und Universitäten. Und für die haben wir noch eine Kategorie Forschung. Als Beispiel für eine einfache, jedoch besonders effektive Idee nennt Schmid die Verwendung von Glaskugeln im Brunnenbau. Es sind einfache, aber sehr pfiffige Dinge dabei. Beispielsweise der Brunnenbau mit den Glaskugeln. Sehr simpel die Idee, aber denke ich wirklich toll. Bis hin, wenn wir bei der Maschine dann sind, freut uns, dass zum Beispiel der Bergbau vertreten ist mit der Entwicklung von Eickhoff. Da sind wir dann nicht im simplen Bereich, sondern das ist wirklich High-End-Technologie, wo dann tatsächlich praktisch der automatische, untertägige Bergbau vorangetrieben wird. Aber das sind schon Punkte, denke ich, die sich sehen lassen können. Wobei ich jetzt auch nicht vorgreifen möchte. Die Jury hat hier das Sagen. Bauforum 24 TV sendet live von der Bauma 2010 mit News, Themen-Specials und dem Bauma-Talk.